Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Prick Funtime. Und heute zeige ich euch die Marvel Mace. Der ein oder andere wird sich denken, warum zeigst du uns die alten Dinger? Es gibt doch schon neue. In der Tat gibt es neue. Aber dies sind die alten. Die sind gerade aus dem Sortiment raus. Allerdings bekommt man sie halt noch bei verschiedenen Anbietern. Also ich habe sie zum Beispiel beim Rossmann noch stehen sehen oder auch heute Morgen beim Edeka. Und ich mache dieses Video, weil aktuell ist der Preis für den Spider-Man liegt bei 19,99 € und bei den anderen drei für 9,99 €. Die neuen haben eine UVP von 14,99 €. Die Sache ist einfach, aktuell bekommt ihr sie halt noch zu der aktuellen UVP. Allerdings wird sich das in ein paar Wochen ändern. Und dann wollen die Händler, wie man auch gerade schon im Internet sieht, wollen die einfach das Doppelte für so ein Set haben. Also da wollen die statt 9,99 €, wollen sie 20 €. Und in diesem Video will ich euch darauf hinweisen, wenn ihr sie noch wollt, ist jetzt die letzte Chance dafür, sie für die normale UVP zu bekommen. Und wir gehen die ganzen Sets einfach mal durch. Hier links angefangen haben wir das Set 76219, Spider-Man und Green Goblin. 296 Teile für eine UVP von 19,99 €. Dann kommen wir zum Wolverine. Ist die Setnummer 76202 für 9,99 €. Daneben haben wir dann den Iron Man. Ist die Setnummer 76203 auch für 9,99 €. Und den Black Panther. Ist die 76204 auch für 9,99 €. Wie gesagt, aktuell könnt ihr noch für diese Preise bekommen, aber in den nächsten paar Wochen wird sich das ändern und dann müsst ihr echt leider das Doppelte dafür bezahlen, wenn es hinkommt. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal nur einen an, von der Verpackung her, wie er im Inneren aussieht. Wir haben zwei Tüten dabei, eine handliche Anleitung mit QR-Code. Seiten haben wir. Und so sehen sie im Prinzip alle aus. Ein bis zwei Tüten, eine Anleitung. Und ich würde sagen, ich baue sie jetzt einfach mal auf und danach schauen wir uns noch mal alle in Ruhe an. Dann bis gleich. Da sind wir auch schon wieder zurück. Kommen wir zuerst mal zu den Anleitungen. Die sind von der Größe und vom Aufbau her alle gleich. Wir sehen halt immer den QR-Code dabei, dass wir die Anleitung halt auch digital runterladen können. Und während dem gesamten Aufbau, sehen wir hier unten, begleitet euch die Figur und zeigt, wie weit ihr seid. So. Alle sind ab 7+. Dementsprechend ist es eigentlich ein schnelles Aufbauvergnügen. Und vom Aufbau her sind eigentlich auch alle so ziemlich identisch von der Bauart. Einzigster Unterschied halt Farben und ja, kleine Details. Dann mache ich die am besten mal auf Seite. Und dann fangen wir mit dem ersten Set an. Das waren dann die beiden. Das war dann die Setnummer 76219. Spider-Man und Green Goblin. 296 Teile für eine UVP von 19,99 €. Dann kommen wir nun zu den beiden Mechs. Wir haben einmal auf der linken Spider-Man und auf der rechten Green Goblin. Wir bekommen halt jeweils ein Mech und eine passende Figur dazu, die man reinsetzen kann. Wie man sieht, sitzen sie schon drin. Spider-Man ist mittlerweile der vierte Mech, der von ihm erschienen ist. Die Variante ist jetzt etwas bulliger, auch so große Stacheln, aber sind nicht so hart wie normale Lego-Steine, ist sehr weich. Also. Und schöne ist vorne eine bedruckte Fliese. Und sonst auch keine Aufkleber in diesem Set, immer sehr positiv. Weniger ist manchmal auch mehr. Green Goblin dasselbe, vorne eine bedruckte Fliese und zudem zwei Start-Shootern. Auf den Schultern,
hinten eine Erweiterung von seinem Helm. Ja. Zwei schöne, solide Mechs. Dann kommen wir zum nächsten. Das ist die 76204, der Black Panther Mesh. 125 Einzelteile für 9,99 Euro. Auch hier haben wir wieder ein Mesh mit der passenden Minifigur. Und hier auch wieder eine bedruckte Fliese. Keine Aufkleber in diesem Set. Ich jetzt ein bisschen schade finde, hier vorne haben wir so ein Lisa Klaas dran. Da hätte man auch noch einen schönen Print drauf machen können. Ansonsten der erste Black Panther, der als Mesh erschienen ist. Auch gut getroffen mit seinen Krallen und auch die Farbgebung. Stimmig. Als nächstes haben wir dann die 76202 Wolverine. 142 Einzelteile, auch für 9,99 Euro UVP. Und hier haben wir auch wieder, hier haben wir diesmal sogar zwei Prints dabei. Einmal sein Gürtel und einmal auf dem Torso. Ja, und natürlich diese extrem langen Krallen von ihm. Für mich persönlich der beste Mesh aus dieser Reihe, also aus diesem Jahrgang. Dann kommen wir zum letzten Mesh. Das ist die 76203 Iron Man mit 131 Einzelteile. Auch für 9,99 Euro UVP. Auch hier wieder vorne eine bedruckte Fliese. Hier hatten wir allerdings drei Aufkleber mit dabei. Die befinden sich zum einen an den Füßen unten und an der Hand. Zudem hat er noch einen Stud-Shooter an der Hand. Und was ich auch wirklich super finde, auf der Seite hat er ein Schild. So glitzerndes Blau. Da auch auf den Schultern, rechts und links. Auch die Farbgebung hier wieder sehr gut getroffen, weil die Minifigur auch einen höheren Goldanteil hat als Rot. Von daher passt es super. Dann kommen wir mal zu dem Gesamtfazit von diesen Figuren. Wie gesagt, ihr bezahlt pro Figur, rechnen wir es mal hoch, 10 Euro. Wie gesagt, sie verschwinden gerade vom Markt. Von mir gibt es halt ganz klar die Empfehlung, wenn ihr sie noch irgendwo seht für 10 Euro, nehmt sie mit. Sie sind wirklich alle 5 super gelungen. Die Farben passen, die Minifiguren sind echt super und, oh, einen kleinen Moment, ich sehe gerade, die Kameralinse ist etwas dreckig. So, da ist die Kamera wieder sauber. Und, hey Jungs, was soll ich sagen? Also ich habe auch schon ein paar mehr davon. Jedes Mal haben sie bis jetzt immer um die 10 Euro gekostet und ich finde sie einfach nur klasse. Auch für Kinder haben ihre Heide Freude an diesen Figuren und wie gesagt, wenn ihr sie noch bekommen könnt. Wie gesagt, wenn ihr sie irgendwo seht, nehmt sie mit. Für 10 Euro macht ihr absolut nichts falsch. Mir hat es wie immer viel Spaß gemacht. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr diesen Kanal gern abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Horgi.